Und wieder eine neue Runde Age of Empires 4. Okay, wir sind in Paris angekommen. Die Belagerung von Paris. Der furchterregende schwarze Prinz Englands hatte schon den Norden Frankreichs verwüstet. Nun holt er zum finalen Schlag aus und nähert sich mit seiner Armee der Hauptstadt. Dann setzen wir mal fort. Nach dem Sieg im Turnier der 30 sahen sich die Franzosen mit verheerenden Überfällen durch den schwarzen Prinzen von England konfrontiert. Doch König Johann II. Von Frankreich rückte näher. Johann schloss schließlich im September 1356 nahe der Stadt Poitiers zu den Engländern auf. Die französische Armee war der englischen um Tausende überlegen. König Johann selbst zog in die Schlacht. Doch was erst nach einem klaren französischen Sieg aussah, wurde bald zu einem Albtraum. Der englische Langbogen dezimierte die mächtige französische Armee. Ein endloser Pfeilhagel zerriss die Hauptstreitmacht. Dann nahmen die Engländer König Johann gefangen. Der Kampf war vorüber. Die Schlacht bei Poitiers war eine weitere katastrophale Niederlage für die Franzosen. Ein Großteil des französischen Adels wurde an einem einzigen Tag vernichtet. Jetzt richteten die Engländer den Blick auf die Hauptstadt, Paris. Die Invasoren marschierten ungehindert auf Paris. In Paris stehen noch heute die Überreste einiger Mauern aus dem Mittelalter. Als die englische Armee heranrückte, suchten verängstigte Einheimische Schutz hinter diesen Verteidigungsanlagen. Würde die Hauptstadt Frankreichs der geballten Macht der Armee des Schwarzen Prinzen widerstehen können? Die Belagerung von Paris. Die Engländer rückten auf Paris vor, während das Volk hinter den Mauern der Hauptstadt Schutz suchte, bereitete sich die französische Armee auf deren Verteidigung vor. Nur ihre Entschlossenheit und einige Fußsteine trennten sie von einer entscheidenden Niederlage. Let's go! Der schwarze Prinz Englands hatte das französische Land bereits mit Raubzügen heimgesucht. Nun wandte sich seine Armee der Hauptstadt zu. Als die Engländer vor ihren Toren standen, fiel es der französischen Armee und den Bürgern zu, die Mauern ihrer Stadt zu schützen. Ja, die Maus wird gleich los, wenn man das in die Ecke schiebt. In der Hoffnung, eine offene Schlacht zu vermeiden, begannen die Franzosen mit der Befestigung ihrer Stadt. Sie bemannten ihre Wälle und beriefen jeden verfügbaren Soldaten an seinen Posten. Okay, was ich machen? Lass dich auf die Belagerung der Engländer vor, bringen sie ihre Dorfbewohner nach Paris. Während die Franzosen ihre Vorbereitungen trafen, wurden mehrere Regimente englischer Soldaten bei ihrem Vormarsch auf die Stadt beobachtet. Versuche ich jetzt mal hier doch, wenn man mal zusammen ist. So. Aber das ist so schade, wenn die hier so außen sind. Oh, muss ja auch Rohstoffe herbekommen. Also, hier ist auch noch einer. Okay,
ist auch schon auf dem Rückweg. Die Engländer zeigten keine Gnade und zogen brandschatzend auf drei verschiedenen Routen nach Paris, an denen die Dörfer und Felder lagen, die die Hauptstadt ernährten. Tust du ja, Lauretz. Ihr müsst leider alle zurück. Das ist blöd, dass er noch steht. Ist da noch ein Feld hinbauen? Advertenz, tout le monde. Weg hier, Meriens. Fouille erst mal toute vie. Man aus. Ihr tut's auch zurück. Lors, Batige, c'est tu. Na los, bewegt euch. Okay, hier sind auch noch zwei. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr. Bogenschützen. Oh, das ist nicht gerade viel. Ich habe auch viel Holz, wie ich sehe. So, ich dürfte Holz abfällen. Da hackt der Holz, okay. Dann schicken wir mal mit dahin. Okay. Hätte ich hier nicht gerade noch so. Da. So, machen wir das. Dorfzentrum. Was könnt ihr denn machen? Mal noch Türme bauen, oder? Das ist die Frage, wo werden die alle auftauchen? Okay. Kloster habe ich anscheinend auch. Erde das. Kaserne, wo ist denn die Kaserne? Hier. Ah, so langsam kommt die näher, ne? So, ich mach mir mal noch ein Kloster. So, kleiner aber fein. Ja, hab ich schon einen Markt? Ich hab einen Markt anscheinend. Oil, Mestier de Mouet, Suisse en Quemin. L'Ors Batige, c'est tu. So, bloß wenn wir auch nicht zu nahe. Während die Franzosen weiter ihre Armee versammelten, eroberten die Engländer das letzte der umliegenden Dörfer und hatten Paris so nahezu umkreist. Also ein paar einzelne Türme gibt's aber noch. Ah, das hat auch überlebt. Oh. Tauchen jetzt aber einige auf. Oh, ein Haberzimmer an Holz wahrscheinlich, ne? Wo ist denn dieser Marktplatz? Das Umland stand in Flammen und die Engländer marschierten vor die Tore der Stadt. Nun wappnete sich die französische Armee für die Schlacht. Die Hauptstadt sollte auf die Probe gestellt werden. Würden die mächtigen Mauern von Paris der englischen Belagerung standhalten? Sind die englischen Angriffswellen? Das ist ja toll. Die Pariser Stadtwache schlug Alarm, als die Engländer ihren Ansturm auf die Stadtmauern begannen. Ich kann nicht alle auf einmal. Ab.
von ihnen. Mach mal schneller. Ich brauche eigentlich noch mehr Türme, würde ich sagen. Die Franzosen hatten tapfer gekämpft und den ersten Angriff der Engländer zurückgeschlagen. So, ich würde auch ein Kloster bauen, ne? Was ist damit? Doch. So, Dorfzentrum. 7. Oh, nehmen wir noch mehr. Stein und Kult. Les autres, les commandements. So, das war das. Was denn? Okay, sind fleißig dabei. Okay, jetzt greifen wir oben an. Oh. Belagerungsturm. Nun, das war ich nicht. Ich hatte mir doch Bewohner da. Was ist denn los, Brüder? Okay, die wollen das Team aber hier setzt Bäcker. Oder auch nicht, ich glaube, so viele brauche ich nicht als Backup, ne? Genau, das wäre mal ganz gut. So, wir haben übrigens auch mal geheilt. Okay, das heißt schon 10-mal gut. So, zu Kult. Was sollte passen? Was sagt denn das Dorfzentrum? Okay, jetzt komme ich von vorne. Wo ist denn jemand? Kurz zu unser Dorfbewohner da. Ja, die wollte ich haben, ne? So, einmal das. Nahkämpfer. Okay, kommt nicht bald hier raus, aber besser als nichts. Das haben wir abgegradet. Ich sag den Mühle. Auch fertig. Nicht genug Rohstoffe. Komm, ich kann mal ein bisschen Nahrung verkaufen, ne? Geht das hier vielleicht auch mal schneller? Genau, die Dorfbewohner, die reparieren hier schön. Der eine kann auch schon mal weitere Türme aufstellen. Was
Wahrscheinlich greifen wir mal alle so Richtung der Türme an, ne? Oh, es kommt von zwei Seiten an. Das ist so weit vorgerannt. Repariert. Okay, hier wurde meine kleine Armee überrannt anscheinend. Das ist ein bisschen ärgerlich, hier ist gerade erst alles aufgewertet. Die französische Verteidigung der Hauptstadt blieb standhaft und begann, die englischen Invasoren nach und nach zu zermürben. Oh, willst du mich nicht zermürben? Okay, Stein gibt es anscheinend auch nicht mehr. So, dann dürft ihr mal weiter Türme bauen. Und dass wir überall circa mal 4 Stück haben. Was kommt der nächste Angriff? Und wo kommen wir? Oder? Ein Tribok. Lass dich mal Zeit lassen. Was kann man, dass sie dort alle angreifen? Eindeutig mal mehr Einheit hin. Ja, gibt es einiges zu reparieren. Oh mein Gott. Kommt schon etwas größer an, oder? Ich bin zu vielen Triebhocken, ey. Das ist schon heftig. Joyeux fait.
einige englische Angriffe, die ich aushalten muss. Auch wenn die Mauern von Paris gefallen waren, würden die Franzosen die Stadt noch halten können, solange ihre mächtigen Wahrzeichen unversehrt blieben. Okay. Auf Stirnach natürlich. Wo stehe ich hinterher? Kommt er unter euch nicht da, ja. Schöner Scheibencluster. Gott, wie soll man das denn schaffen? Komm her, nau! Durchzuhalten. Ja, ich mache mal Zellerlager hin. Der Feind verzweifelte zunehmend, als sich seine Reihen lichteten und die Hoffnungen auf den Sieg schwanden. So soll es auch sein, ich meine Sonne verzweifelt. Welcher der Stein? Kaufen. So viel Stein habe ich auch nicht, was auf dem Konto. Ah, langsam kriegst du wieder einen Griff, würde ich sagen. Eine traurige Dame. Oh, traurig ist das anderes.
Ich glaube, man soll hier einfach verlieren, ne? Oh, keine Chance. À mon commandement. Pex, veniez avion moué, compagnon. Laissons, laisse comme Sigrets moué, re-compagnon. La famille va s'archir. Et ici, Novens, commandement. Je comprends. Ausgehen, dann wird er wahrscheinlich weg. So, wie schickst du mir noch mal auch die Nummer? Oh, guckt euch der nächste Trupp. Nahrung fehlt mir, okay. Und jetzt müsste ich hier auch noch schützen noch. Die reißen mir hier die Mauern ab. Da kommen schon die nächsten. Die nächsten Einheiten. Das schaffen wir irgendwie. Ein bisschen Holz verkaufen. Die Burg kann ja auch noch ein bisschen was herstellen. Oder nicht? Okay, direkt mal da hin. Wo kommen die nächsten Durchbrüche? Das wird wahrscheinlich gefährlich. So, was werde ich denn jetzt machen? Genau, die soll mal die Burg reparieren. Ja, ich müsste irgendwie meine Nahrung schützen eigentlich, ne? Nicht hier meine Kaserne angreifen. Weil die halt noch echt viel aus, ne? Nicht aufgeben, meine Knappen. Fehlt mir Nahrung wieder. Das sind welche, sag ich euch. Oh, das macht den immer nicht kaputt. Irgendwie trauriges Spiel. Sollte dir wohl schaffen, denke ich.
Bogenschützen. Wieder viel Nahrung, aber ich hab auch gerade keine Nahrung produzieren. Greift sie da nicht an? Ich stehe noch da. Okay, kommt nicht ran. Okay, durch mit dahin. Schließt euch mal zu Eindruck zusammen. Ist hier rechts los? Okay, hier sind nur Bogenschützen, da passiert nichts. Ich scheiß mal Triebwerke zerstören. So, dies gewährt. Dann müssen wir mal die da oben noch irgendwie platt machen. Ich meine Felder an die kleine Igel annehmen. Okay, dann gibt es da oben noch ein paar. Guck mal, ein bisschen Holz. Okay, was ist eigentlich da hinten los? Okay, die streifen durch die Wälder. Wahrscheinlich muss ich noch die Armee hier wegmachen, aber da komme ich nicht so gut hin. Warte, ich soll mal kurz ein paar Bogenschützen haben. Ach, was ist halt wieder reingeschickt? Wie ungeschickt. Okay. Na komm, versuchen wir mal anzugreifen. Geht der Angriff ja noch ewig. Sind jetzt noch die paar hier? Ja, die Felder haben mich hier ausgehalten. Na komm, die Fall schafft ihr da. Muss doch mal treffen. Könnt ihr endlich hin. Seine Aufgabe, okay. Okay. Haben wir es doch noch geschafft. War aber nicht einfach. Von der Stärke der französischen Verteidigung geschwächt und demoralisiert, brach die Armee des Schwarzen Prinzen ihre Belagerung der Hauptstadt ab. Paris feierte den Sieg, auch wenn es für die Franzosen nicht die letzte Prüfung in diesem Krieg sein sollte. Ich glaube, das soll so sein. Also für mich ist das ein bisschen so unbefriedigend, wenn der Gegner deine Mauern zerstört und reinkommt und deine Gebäude angreift und Dorfbewohner. Ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen der Zweck, weil Armeen waren ja schon relativ groß, man hatte nicht wirklich viel Zeit zum Vorbereiten. Okay, Belagerung von Paris. Die Pariser Garnison schaffte es, den englischen Angriff zurückzuschlagen. Die Armee des Schwarzen Prinzen hatte keine andere Wahl, die Belagerung abzubrechen. Genau, das haben wir schon geguckt. Plattenrüstung. Auf den Schlachtfeldern des Hundertjährigen Krieges lauerte überall die Gefahr.
Um sich gegen diese Waffen zu verteidigen, wurde eine neue Art von Rüstung erfunden. Der Plattenpanzer. Plate armor clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell that still flexes and moves with the body. Er bot beeindruckenden Schutz und war eine außergewöhnliche technische Errungenschaft. Now one of the ways that armor gets its strength is through shape. Both of these pieces are made out of the exact same thickness as steel, but I can show you there's one stronger than the other. Here's the one with no shape. You see, it buckles immediately. If I swap it for one that's been forged to have strength and shape, you can see it's much stronger. It's going nowhere. Nicht nur seine Form gab ihm Stärke, sondern auch die Art, wie Plattner das Metall bearbeiteten. Now the benefits of using heat is it obviously makes the piece more plastic, more ductile, lets me shape it. But the fuel also adds layers of carbon into the outer surface. This helps me increase the hardness and strength of the material. Gute Plattner konnten die Temperatur des Metalls auf einen Blick abschätzen. Die richtige Hitze stärkte das Metall. Die Kombination aus wärmebehandeltem Metall und festen Formen ermöglichte weniger dicke und schwere Rüstungen. Man konnte viel leichter darin kämpfen. Doch Plattenrüstung von hoher Qualität hatte auch einen Nachteil. Sie war extrem teuer. Now not everyone could afford full steel plate armor. For the common man, there is the brigandine. Now these are made up of overlapping steel plates that are then riveted through a textile outer. This gives you a much bigger range of movement, but is limited and is not as strong as a full steel breastplate. That said, it is much cheaper and much easier to maintain. Der gepanzerte Ritter war praktisch unverwundbar. Doch Rüstung bot nicht nur Schutz. Sie war auch eine Waffe und zeigte die Macht und das Ansehen eines Ritters. Die Rüstung macht ihren Träger zu einem Kunstwerk. Okay, Edward der Schwarze Prinz. Edward der Schwarze Prinz von England rief als größter Krieger seiner Zeit Bewunderung und Schrecken zugleich hervor. 1356 bei der Schlacht von Poitiers sah sich Edward einer überlegenen französischen Streitmacht gegenüber. Doch seine kühnen Taktiken wendeten das Blatt. Er provozierte gegnerische Ritter zu riskanten Sturmangriffen und attackierte mit seinen Langbogenschützen und Rittern die geschwächten Flanken. Am Ende des Tages war das feindliche Heer zerschlagen und der französische König sein Gefangener. Durch die milde Behandlung des Gefangenen erwarb sich Edward zwar einen Ruf der Ritterlichkeit, doch unter der gemeinen Bevölkerung Frankreich galt er weiterhin als Monster. Die Brutalität der Überfälle des Schwarzen Prinzen, bei denen er hunderte Dörfer plündern und niederbrennen ließ, war berüchtigt. Im Guten wie im Schlechten war der Schwarze Prinz das Vorbild der englischen Ritterschaft im Hundertjährigen Krieg. Genau, wer kennt nicht den Schwarzen Ritter? Vielleicht ist irgendwie auch etwa der Schwarze Prinz eine Vorlage gewesen. Okay, dann sind wir am Ende der Folge wieder angekommen. Ich danke euch fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren, klickt auf die Glocke. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Frankreich im Chaos. Macht's gut. Ciao.